Sag mal, wen interviewen wir denn hier? Na, Frau Thierry. Ah, okay, dann los. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Sind Sie Madame Thierry? Ja, das bin ich. Dürfen wir Ihnen vielleicht ein paar Fragen stellen? Sehr gerne. Können Sie sich kurz vorstellen? Mein Name ist Anja Thierry und ich bin neu hier am DFG und ich mache die Abteilungsleitung 5 bis 8. Worin bestehen Ihre Aufgaben am DFG als Abteilungsleiterin? Als Abteilungsleiterin 5 bis 8 bin ich dafür verantwortlich, dass die Kinder, die von der Grundschule zu uns ans Gymnasium kommen, einen guten Übergang haben, dass sie sich hier wohlfühlen können. Und alles, was so rund um die Organisation der Unterstufe so zu machen ist, darum kümmere ich mich. Wie lange arbeiten Sie denn schon am DFG? Seit August 2021. Haben Sie Kinder? Ja, ich habe sogar 3. Sind Ihre Kinder hier auf der Schule? Leider nein. Ich habe nur ein Kind, das schon auf der Schule ist. Das ist mein Sohn, der ist 9 Jahre alt. Aber ich wohne ganz weit weg in Rheinbeek und deswegen geht er auch in Rheinbeek zur Schule. Und die anderen beiden sind noch im Kindergarten. Wenn Sie am DFG arbeiten, haben Sie denn überhaupt Zeit für Ihre Familie? Nee, leider nicht. Also wenn ich abends nach Hause komme, dann werde ich erstmal von meinen Kindern begrüßt. Bonjour, Madame Thierry. Nee, natürlich nicht. Also meine Kinder würden mich, glaube ich, schon gerne häufiger sehen, aber zum Glück bin ich ja nicht alleine und mein Mann und ich, wir haben uns das super aufgeteilt. Können Sie uns einen Gegenstand zeigen, der für Sie hier am DFG wichtig ist? Tee. Tee ist immer gut. Tee ist sehr wichtig für mich. Mit Tee kann man gut runterkommen, wenn es mal stressig wird. Mit Tee kann man sich aufwecken, wenn man mal müde ist. Und man kann sich einen Tee machen und mit Leuten reden. Also für mich ist das wichtig, immer Tee zu haben. Ich habe einen ganzen Schrank voller Tee. Wie sieht Ihr freundlichstes und Ihr bösestes Gesicht aus? Das ist eine schwierige Frage. Seit ich Lehrerin bin, haben mir Schüler immer mal wieder gesagt, dass ich mein böses Gesicht ein bisschen mehr üben muss. Also ich versuche es jetzt mal, aber kann mir nichts garantieren. Also erstmal mein freundliches Gesicht. Und jetzt nochmal mein böses Gesicht. Was hat Sie dazu gebracht, Abteilungsleiterin zu werden? Ich finde, es gibt fast keine spannendere Zeit für Familien als die, wenn ein Kind von der Grundschule zur weiterführenden Schule kommt. Und es gibt ganz viele Fragen und Bedenken und ich finde es super spannend, mit den Familien darüber zu sprechen, was für die Kinder am besten ist. Ich finde es schön, die eigene Schule darzustellen, zu versuchen, alle tollen Sachen, die man so hat, zu zeigen. Und ja, es wird einem nie langweilig als Abteilungsleiterin und deswegen habe ich mich auf diese Position beworben. Was war als Kind denn Ihr Traumberuf? Ich wollte auf keinen Fall Lehrerin werden und auf jeden Fall Journalistin. Wo kann man Sie finden, wenn man Probleme hat? Hier in meinem Büro, aber weil ich auch ganz viel rumlaufe, ist es auch möglich, mir eine E-Mail zu schreiben. Die kommt auf jeden Fall an, wenn ich mal nicht da bin. Haben Sie eine eigene Klasse? Wenn ja, welche? Ich bin zusammen mit Herrn Anderson Klassenlehrerin in der 5a und unterrichte da im Moment Französisch für Anfänger, Englisch und Religion. Na dann vielen Dank für das Interview. Sehr gerne.